Hi, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. In Dark Souls 1, Dark Souls Remastered, hier auf YouTube fehlen ja noch ein paar Bosse. Ich habe noch nicht alle Bosse besiegt, möchte aber alle From Software Bosse seit Demon's Souls in diesem Jahr besiegen. Deswegen gehen wir nochmal nach Dark Souls Remastered. Und es gibt einen All-Bosses-Run, einfach sehr casual. Allerdings haben wir uns einen kleinen Kniff überlegt. Die Idee kam aus dem Chat und zwar, ich muss schauen, dass ich immer menschlich bin und die Zuschauer können in mein Spiel eindringen und versuchen, mich zu verlangsamen bei der ganzen Nummer. Hier jetzt. Diese Aufnahme, das ist so ein bisschen die Vorbereitungsaufnahme. Wir erstellen einen Charakter. Ich muss einen gewissen Fortschritt schon haben im Spiel, bevor ich überhaupt invaded werden kann, weil man braucht dafür ein Item. Das gibt es erst nach dem Taurus-Dämon. Und bis dahin wird es relativ normal ablaufen, denke ich. Vielleicht schlägt ja aber auch schon der ein oder andere auf. Könnte durchaus passieren. Weil vom Level her, das Dark Souls selber hat ein paar Regeln, wie die Invasionen funktionieren. Und vom Level her könnten die Leute schon bis hinter den Taurus-Dämon gespielt haben, sich die roten Äpfel besorgt haben und mich dann schon angreifen, bevor ich überhaupt zu diesem Punkt komme. Aber damit alle Zuschauer sehen können, wo kriege ich diese Äpfel und ja, wie läuft es so ein bisschen ab? Ich denke, während dieser Aufnahme jetzt werden wir auch noch so ein paar Details klären. Ja, spiele ich mal auf jeden Fall bis dahin, wo die vier roten Äpfel zu finden sind. Und damit gehen wir ins Spiel. Ich muss ja auch einen ganz neuen Charakter erstellen. Die Frage ist Charakternamen. Das ist ja jetzt schon die erste Frage. Ich muss ja jetzt irgendwas eintippen, damit ihr oder falls mich irgendwer findet, der vielleicht gar nicht im Stream hier ist, falls irgendwer random. Pat, nur als Info. Ihr müsst auf dem PC spielen, sonst geht's nicht, ne? Lass mal Rune machen. Rune sagt mir nix. Naga, hi, grüß dich. Falls jemand in mein Spiel eindringt, der nicht von uns ist, soll der ja wissen, wo er mich findet. Deswegen heißt mein Charakter ganz cringy Twitch TV TTV Tassilo. Männlich, jawohl, klasse. Jetzt geht schon die erste große Frage los. Ich habe mir ja überlegt, welcher von euch Nasenbären hat denn schon einen Bogen? Ich glaube, aber den Bogen kann man auch kaufen, ne? Naganoko, was meinst du mit Rune? Bogenführender Jäger im Nahkampf gut, aber nicht in Zauberei. Ich will eh keine Zauberei machen. Ich glaube, Jäger ist ganz gut, dann habe ich schon mal einen Bogen, weil ich habe da nämlich so einen kleinen Plan. Ich will ja ein bisschen, will ich euch schon was entgegenwerfen können. Deswegen nehme ich den Jäger mit dem Bogen. Die Gabe. Ich bin auch hier der Meinung, dass ich den Generalschlüssel nehme. Ach so. Okay. Ich denke, der Rest. Ah, Menschlichkeit könnte ich hier noch nehmen, ne? Aber Menschlichkeit kann ich auch an Ratten farmen. Das macht keinen Sinn. Ich nehme den Generalschlüssel mit. Figur. Das sieht so dämlich aus, ne? Ah. Normal, passt schon. Gesicht. Ganz normaler Bürger. Frisur. Kopflastig sieht jede Rüstung am besten aus. Wirklich? Ist das so?
dann nehme ich kopflastig, einfach um zu schauen. Auch wenn es nicht am besten aussieht, sondern hier, Geheimratsecken, perfekt. Wie sieht denn kopflastig aus? Ah ja, okay, dann wollen wir kopflastig. Haar Iris. Gold, sehr gut. Yep, das Spiel mit diesem Charakter beginnen. So, Intro brauchen wir uns, glaube ich, nicht nochmal angucken. Ich bin... Darüber sind wir hinaus. So, gib das. Jawohl, Kerkerzellenschlüssel. Mach mal auf hier das Loch. Let's go. Das Game erstmal gecrashed. Das ist natürlich geschickt. Ich nehme hier mal ein paar Seelen mit. Ich glaube, so viel bringt es mir jetzt nicht, aber... Ist es eigentlich zu dunkel? Sollte ich heller machen? Wann kriege ich eigentlich nochmal die Waffe? Habe ich die schon? Nee. Es kommt erst noch, okay. Ich weiß immer noch nicht, ob ich mich hier hinsetzen muss oder nicht. Wie lange ich noch mache? Heute geht's lang. Also bestimmt 23, 24 Uhr. Wie spät ist es in Deutschland? 5:30. Also noch mindestens 6 Stunden. Normal mache ich am Samstag noch so 8 und ich habe ja erst angefangen. Also muss mich ja nicht gleich vom ersten Boy treffen lassen. Uhr, je nachdem. Naganuko, alles klar. Bis später. Viel Erfolg. Keine Zeit mitzumachen. Alles klar, Paul. Schade, aber so ist es halt manchmal. Passt. Muss ich mich nochmal hinsetzen? Weiß ich gerade gar nicht. Dein Squad brauchte ich. Ja, dann. Viel Erfolg euch. Regrettably, that one now will not open. Oh, and this. Now I must. Mit dem muss ich, glaube ich, nichts mehr sonst reden. Wann bekomme ich denn den Bogen? Ich dachte, ich habe gleich einen Bogen von Anfang an. Ah, hier wahrscheinlich, ne? Aha, guck mal an. Perfekt. Gleich mal was probieren an dem hier. Okay, da kriege ich den Tritt. Ah, das hat nicht geklappt. Ah, das auch nicht. Komm, hau mich nochmal. Okay. Bei dem schweren Angriff, den er gerade gemacht hat,
Hat's geklappt mit dem Parieren. Pat, alles easy. Wir machen auf jeden Fall, nachdem ich so die Vorbereitung gemacht habe, auf jeden Fall nochmal eine Pause. Ihr könnt dann nachspielen und schauen, dass ihr noch hinterherkommt und so. Also ich mache auch zwischendurch Pausen. Ah, das geht ja schon mal gut los. Wo? Ich sehe nichts. Alter. Ich werde ja wohl den ersten Boss jetzt hier First Try machen. Nein, hör auf, mich zu verprügeln jetzt. Na bitte, geht doch. So. Muss ich hier noch irgendwas erledigen? Nee, ne? Später kann ich hier nochmal zurück für den anderen Boss. So, ich level schon. Ich bin dann Stufe 7. Level 7. Level 7. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem labern muss. Ich mach's trotzdem. So, und jetzt geht's drum. Also einmal will ich den Bogen schon drin haben, glaube ich. Und dann brauche ich Pfeile. Habe ich noch eine leichte Rolle? Nein, habe ich natürlich nicht. Bam, 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 bam. Brauche ich das Schild? Den Schild? Sorry. Ah, kann ich schaden, ne? Aber ich probiere es mal ohne. Immer noch eine schwere Rolle. Der Bogen so schwer. Haben die Pfeile Gewicht? Lol. Der Bogen so schwer, dass das jetzt... Das gibt's ja gar nicht. Belastung 12,3. Aber mit Schild habe ich doch... Ja, das ist aber auch eine mickrige Rolle, die ich hier mache. Okay, vergiss alles. Unter 25%, ja genau, aber was sind... Ja, jetzt meine Mathefähigkeiten, ne? 25% von irgendwas 50. Naja, egal. Auf zum Taurus. Ich will euch zeigen, wo ihr die ersten Äpfel findet. Halt, stopp! Menschlich, Mann. Ich bin menschlich. Ich bin... Achso, nee, bin ich nicht. Lol. Ich bin ja gar nicht von Anfang an menschlich. Yep. Alles klar. Mache ich. Geh mal... Oh nein! Ich habe gerade die Kamera da drüben gesucht. Weil du bist so eine Kackbratze. Was kannst du eigentlich? Weil sie normalerweise da drüben ist. Ich habe sie aber hierher getan, weil ich das besser fand. Yay, he died. Okay, alles klar. Also, menschlich machen. Let's go. Jawohl, benutzen. Los geht's. Da will nämlich der Sepp schon. Da will der Sepp schon reinkommen. So. Los geht's. Also, auf zum Taurus. Jetzt nochmal. Menschlich.
Okay. Erstmal getroffen werden, nice. Ah, ich hab's überlebt. Ach, erstmal da runterhüpfen, ey. Bin gerade schwer am Überlegen, ob noch irgendwas fehlt. Ob ich irgendwas vergessen habe. Wow, wie kommt er denn darüber geschossen? So, passt. Natürlich jetzt an dieser Stelle auch. Absolut in Ordnung, wenn ihr mir irgendwelche Tipps zu Waffen oder so gebt. Das wollt ihr wahrscheinlich nicht, weil dann ja PvP-mäßig auch noch was los ist. Aber trotzdem fände ich es vielleicht an der einen oder anderen Stelle ganz cool, weil wir jetzt hier nochmal einen neuen Run haben. Könnte man es auf jeden Fall... Oh, keine Ausdauer. Erstmal da wieder reinkommen. In das Dark Souls 1... Ausdauermanagement. Online bin ich, ja. Drake Sword, ja, das ist der Plan, das hole ich mir. Und hier haben wir schon einen besseren Schild gefunden. Oh, das muss ich mir merken für meine Freundin. Weil den hole ich ihr dann, den lasse ich sie holen. Ich gehe nochmal kurz in die Einstellungen, Netzwerkeinstellungen, Netzwerksuche ist global, ich habe das Spiel neu gestartet, Spielersuche Passwort, kein Passwort, wir sind online, Ranglistenregistrierung ist aus, Sichtbarkeit des Rufsymbols, hier sitzen auf jeden Fall zwischendurch mal ein paar Boys. Drakesword, genau das habe ich vor mir zu holen. Deswegen habe ich den Bogenschützen genommen. Erster Versuch, anderen Spieler erwischt. Wird das Spiel doch mehr gespielt, als man denkt, ne? Seltsam. Dich habe ich ganz vergessen, dass du da hinten stehst. So, was wollten wir nochmal bei ihm? Irgendwas wollten wir bei ihm. Was wollten wir denn nochmal? Den getrocknet. Knitten Finger kann ich nicht kaufen. Der kostet 2000 Seelen. Krieg ich den nicht auch woanders? Ich weiß nicht, zwei? Reichen zwei? Ah, eine noch. So, jetzt kann ich den getrockneten Finger holen. Das ist der Reset-Gegenstand. Davon habe ich jetzt nur einen. Brauche ich davon mehrere? Was hat denn der nochmal schlüsselmäßig? Der hatte der nicht noch. Genau, Anwesenschlüssel. Reparaturkiste, bodenlose Kiste. Den Anwesenschlüssel, den brauche ich, glaube ich, später auch noch.
Gut, Bogen, Pfeile, ja, ein Holzpfeil, was kostet der? Dann kaufen wir halt 3 Stück. Thank you kindly. So, weiter Richtung Taurus. Was für Probleme ich mit diesen 3 Boys teilweise hatte, ne? Komm, die Seelen von denen hier nehmen wir auch noch mit. Ah, der Anwesenschlüssel, der macht mir die Tür hier hinten auf, glaube ich. Bist du eine gute Kiste? Ich weiß es gar nicht mehr. Du bist eine gute Kiste. Feuerbomben, die sind natürlich gegen den Taurus sehr geschickt. Irgendwo war eine Tür, glaube ich. Ah, die oben. Genau, die ist oben. Kannst du mal bitte nicht mit deinen dämlichen Bomben auf mich werfen? So, reicht mein Schlüssel, dass ich das aufmachen kann? Ja, der Generalschlüssel reicht dafür. Nice. Ich gucke die ganze Zeit so ein bisschen immer hinter mich, wenn ich Geräusche höre, ne? Weil ich immer Angst habe, dass doch mal einer von euch da rumgammelt, ey. Ah, das Goldharz war hier drin, genau. Natürlich auch mega nützlich. Jetzt bin ich am Überlegen, laufe ich hier einfach vorbei? Nee, ich habe einmal. Oh, das hat er überlebt. The fuck? Okay, na gut. Egal, weiter geht's. Man hat hier einmal das Problem, dass er hier einmal so ein Fass runterrollt. Genau. Hüpf, hüpf. Ach, verdammt. Nein, ich sterb hier. Oh. Immerhin ist das Fass weg. Ich wollte das Fass loswerden. Ach so, scheiße. Was? Hä? Habe ich mich nicht? Ich habe mich nicht hingesetzt ans andere Leuchtfeuer. Oh. Ha, menschlich machen. Ich bin vielleicht ein kleines bisschen dumm. Ja. Es freut mich, dass euch meine Sounddinger gefallen. Und dass die Kanalpunkte jetzt auch eine gewisse Anwendung haben. Ah, weißt du was? Scheiß auf die. So, ja. Ich weiß Bescheid. Ihr wollt mich alle töten. Alles gut. Tut mir leid, ich muss hier durch. Ich muss einmal schnell an ein Leuchtfeuer. Aua. Nee. Unterlassen Sie das bitte. Nicht Blutfleck an Leuchtfeuer rasten. Jawohl. Ey! Was hat mich denn jetzt noch getroffen? Kann ich aufsteigen? Nein, natürlich nicht. Ich bin aber. Ach so, ach, ich habe mich nicht. Oh, tut mir leid, es reicht ja nicht, wenn ich. Ich muss ja hier Aushöhlung noch umkehren, das habe ich vergessen. Jetzt. Jetzt bin ich wieder menschlich. Jetzt geht's wieder. So, also den will ich schon killen, weil der sonst von hinten ganz schön Quatsch macht. Dann will ich die Boys da vorne natürlich auch. Lol, jetzt kommt hier doch noch einer von hinten an.
So. Haben wir sie alle wieder. Also, euch kann ich jetzt... Eigentlich dachte ich, dass ich euch links liegen lassen kann, aber anscheinend trefft ihr mich. So, jetzetle. Jetzetle! Danke. Also jetzt will ich noch eine Kleinigkeit machen und zwar einmal die schwarze Feuerbombe ausrüsten und ich hätte bitte gerne einmal das Goldharz. So. Nee, hat er das jetzt weggemacht, oder wie? Ah, nein, scheiße. Hallo, Taurus. Wir gehen mal wieder runter. Ich will doch... Verdammte Axt. Mach das jetzt da drauf. Und dann nicht die Waffe wegpacken, nein. Nein, ach. Ich drück die falschen Tasten, weil ich es jetzt von Sekiro so gewohnt bin, dass ich die Items mit dem Pfeiltasten durchschalte, ne? Das ist tut weh. Das war jetzt so unnötig, ne? Das war so unnötig. Hübsch, die hatte den First Try. Ja, das stimmt vielleicht nicht ganz. Ah, ich muss wieder menschlich werden. Sowas Dummes, ey. Vor allem kostet mich das eine Menschlichkeit, die ich eigentlich nicht farmen will. Du hast den First Try. Hey, Pat, super. Ich hätte ihn bestimmt, wenn ich nicht rumquatsch gemacht hätte, hätte ich den auch First Try gekriegt, aber ich wollte es besonders cool machen. Weil ich dachte, ich bin toll, aber anscheinend nicht. Diese dämlichen Bomben. Du mit deinem Feuerblödsinn da, ey. So, weg mit euch. Also, jetzt nochmal. Diesmal mache ich keinen Quatsch. Ich versuche trotzdem mit dem Goldharz, es wird mich einfach... Nee, erst hier. Sonst wird's wild. Jetzt schon zurück, nice, cool. Willkommen zurück. Hört auf mich zu stechen, ihr kleinen Ratten. Nein, hier unten drücken. Thank you.
Na bitte, geht doch. Inventar und Stats. Ich bin einfach als Jäger gestartet. Also, ich habe einmal gelevelt. Hey! Naganoko, danke für den Follow. Ja, hallo. The way I can... So what... This please... We are amidst strange beings in a strange land. The flow of time itself is convoluted. With hero, the very... There's no but you to standing, of course, but I... Nee, du warst nur ganz kurz weg. Also ich zeig's dir gerne kurz. Stufe 7. Genau, Stufe 7. Und gefunden habe ich noch nicht wirklich was. Also, noch ganz normal unterwegs. Startcharakter. Aufleveln ist nicht egal, aber du hast eine gewisse Range. Also es ist, jetzt nicht so, dass du genau mein Level haben musst. Aber du darfst natürlich nicht allzu hoch oder zu niedrig sein. So, ich habe noch nie... wir leveln. Ich bin aktuell Stufe 7. Ich weiß nicht, was das Drake Greatsword, das Drachenschwert, für eine Werte braucht. Deswegen level ich mal noch nicht alles. Bin jetzt Stufe 8. Naganoko, ich glaube, das ist eine prozentuale Sache. So, jetzt muss ich... Also, erstmal hier... Ich habe das noch nie gemacht. Auf einem ganz anderen Trip bin gerade im Drachental angekommen. Ja, kannst du machen. Wie macht man das jetzt hier? Okay. Muss ich ihn nicht? Ich muss doch genau das tun, oder? Lol. Ach, Schande. Weißt du was, ey? Geh ich näher hin. Kann ich das von hier? Ey! Na bitte. Kann ich ihn dann... Kann ich den eigentlich nochmal treffen? Weil der schwingt ja einmal hier. Das gibt's doch nicht. Jetzt hat 100 Pfeile? No way. Warum bin ich jetzt... Achso. Ach, das kann man auch klicken. Ja, 100 Pfeile habe ich nicht.
zu spät. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich hier einmal draufhauen soll, aber ich habe Angst, hier runterzufallen. Mir jetzt dein Schwert fallen. Verdammter Drache. Okay, wow. Jetzt habe ich noch 4 Pfeile und dann nochmal 3. Ach, scheiße. Und dann erstmal verballern, ne? Ah, wow. So. Kein Schwert für den Tassilo. Kein Bonfire Reset ist, kannst du Pfeile kaufen. Ja, dann gehe ich jetzt Pfeile kaufen, ja. Circa 15. 15 bis 30, okay. Hast du mitgezählt oder wie, Naganoko? Standardpfeil. Ja. Wer weiß, wann ich nochmal welche brauche. Wir nehmen einfach mal 225 mit. Passt schon. Thank you kindly. Habe ich sie jetzt gekauft? Er hat thank you kindly gesagt, ne? Das müsste passen. Ja. Ja, aber ich habe einige daneben geschossen. Naganoko, deswegen, also. Ne, jetzt habe ich auf jeden Fall genug. Wo stand ich denn? Hier ungefähr, ne? Dann konnte ich ihn nämlich auch. Ach, wow. 2 hat's gebraucht. 2 Pfeile habe ich noch gebraucht. Super. Ach, geil. So, was hast du für Stats? Stärke, 16 Stärke. Alright.
GZGZ, Dankeschön. Das erste Mal, dass ich das gemacht habe, dieses Schwert geholt. So, 15 Stärke. Ah, ärgerlich. Aber ich habe, glaube ich, habe ich noch eine Seele dabei, die ich schlucken kann? Ich hoffe es, ich hoffe es, ich hoffe es. Ja, müsste gerade reichen, dass ich das Schwert tragen kann. Guck mal an. Yes, Sir. So. Nochmal kurz checken. Ja. Passt. Rolle ist halt nix jetzt, ne? Die Rolle ist nix, ne? Dann ziehen wir mal ein paar Sachen aus. Das reicht. Ja. Ich bin echt gespannt. Ich habe dieses Schwert noch nie geholt. Mir wurde auch oft gesagt, es ist eine richtig geile Startwaffe. Ich bin jetzt gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt abgeht. Ach, er lebt ja. Warum lebt er? Ach, ich habe mich hingesetzt. Ja, klar. Lol. Wenn man zu oft den schweren Angriff macht. Ich habe nicht vor, einen schweren Angriff zu machen. Also... Ah, das ist schon geil, dass die Ratten hier einfach instant wegsterben. Das ist angenehm. Das Scaling ist Mist, genau, das, da muss ich dann später schauen, dass ich noch das Schwert austausche, aber aktuell... Mach mal den schweren, okay, Moment. Okay. Nicht gegen ihn anscheinend. Ey! Wow. Hä, da passiert... Ich bin tot. Ich mach den schwer nicht mehr. Ach, weil ich mich von euch bequatschen lass, ey. Ach, Mann. Ich habe halt keine Ahnung, wie lange dieser schwere Angriff braucht. So, ich mache den jetzt hier mal. Ach so, das Ding. Okay. Ja, nee, du, das brauche ich nicht. Ah, das funktioniert auf einer Treppe gar nicht. Okay, ja gut, das wusste ich natürlich nicht. So, wir sind immer noch in der Vorbereitungsaufnahme tatsächlich. Hier ist noch nicht wirklich was losgegangen. Ich bin immer noch dorthin auf dem Weg, wo ich den Leuten sage, wo sie die ersten Augäpfel finden können, damit sie hier überhaupt in mein Spiel eindringen können. Ich wurde noch nicht invaded. Ja, seltsamerweise. Schade. Ich glaube, Sepp hat es einmal probiert. Und ist dann bei einem anderen Spieler gelandet. So, wie machen wir das jetzt? Gehen wir kurz den killen. Dann warte ich kurz auf den Kumpel. Dann gehen wir hoch. So. Und jetzt müsste ich eigentlich, ich weiß nicht, wo ich mich da genau hinstellen muss, dass das funktioniert, aber ich weiß, dass ich jetzt, jetzt killen wir erstmal das Skelett, das hier hochkommt. Ich habe es gesehen. P
Viermal probiert mit meinem Low-Level-Char und viermal einen anderen Spieler erwischt. Das ist natürlich schade. Das ist sehr, sehr schade. Ich bin online. Ich habe auch die Region. Hätte ich die Region vielleicht auf lokal stellen sollen? Weil ich kann ja hier die Region einstellen. Ich habe sie auf global. Sepp, wo hast du, was hast du da drin stehen? Auch global. Okay, nee, dann global ist besser. Ja, seltsam. So, ich muss auf jeden Fall dieses Ding hier hinwerfen. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wie das funktioniert. Das habe ich, das letzte Mal habe ich den anders gekillt. Aber man kann hier den Schädel, kann ich den einfach da hinwerfen? Oder muss ich weiter rechts stehen? Ich glaube, ich muss... Ah, nee, guck mal. Perfekt. Wunderbar. Läuft. So, war hier noch irgendwas? Nee, ne? Nee, da habe ich auch das letzte Mal schon... Ah ja, genau, unten durch. Ah, ich weiß nur, dass das hier irgendwie ein bisschen mies war. Irgendwas war hier los. Hier bin ich 100-mal gestorben. Yay! Luna! Danke für den Follow. So. Die haben wir mal erledigt. Jedes Mal, wenn ich die Glocke höre, hat sie ein anderer Spieler geläutet. Ehrlich? Das ist ja cool. Sepp, das ist ja ein richtig geiles Ding. Ich dachte jetzt, Dark Souls 1 spielt doch kaum jemand, aber anscheinend... Die läutet schon relativ häufig, die Glocke. Das ist ja ein cooles Feature, das wusste ich nicht. Das ist ja mega. Und schon wieder einer, der die Gargoyles gekillt hat. Das ist ja der Hammer. Wie cool ist das bitte? Spieler auf Steam tatsächlich. Ach du Scheiße, okay. Doch so viele. Hi, hi Tilo. 4. Das ist 4 cool. Ah, super. Die sind auch One-Shot. Geil. Ich weiß, hier ging es irgendwo unten noch lang. Muss ich da lang? Ich weiß es gar nicht. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Wow. Ah, stopp. Nicht mehr hauen. Kann nichts sehen. Er stirbt. Ritterschild, cool, für später vielleicht. Dex Build, ich habe alles immer mit Strength Build gespielt, tatsächlich. Irgendwie war das mein Ding. Weiß nicht, es hat sich immer so ergeben irgendwie. Gar nicht mit Absicht, sondern das war immer irgendwie zufällig. Ah,
Also ich... Und schon wieder ein Spieler, der bei den Gargoyles vorbei ist. Wie cool. Das, wie geil ist das? Ich bin wirklich... Wirklich. Das finde ich gerade richtig nice. Sorry für mein Deutsch. The fuck? Dein Deutsch ist doch super. Will ich jetzt hier rasten? Nee, eigentlich nicht. Ah, wobei ich kann leveln. Ich gehe noch ein bisschen auf Leben. Und dann brauche ich ein bisschen mehr Ausdauer. Dex und Faith für PvP das Beste, ehrlich. Okay. Ja, keine Ahnung. Das kann gut sein. Sorry Jungs, ich muss hier einmal ganz kurz durch. Nicht angreifen jetzt. Ich will hier nur einmal ganz schnell durch. Ich muss nur zu dem Aufzug. Dankeschön. Tschüss, wir sehen uns später. So, jetzt mal gucken. Wo muss ich hier runterspringen? Geht's, meinst du hier dann? Ja, ne? Wahrscheinlich. Und hier sind 4 Truhen. Ah, die da unten. Kann ich hier noch eine tiefer? Nee, ne? Wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Hier runter? Nee, da sterbe ich doch, wenn ich jetzt hier runterspringe. Das überlebe ich, ehrlich? Okay, also, alle die... Schon wieder einer, der da oben die Glocke läutet. Cool. Alle, die jetzt hier live am Start sind und mitmachen. Hier unten. hier unten findet ihr Friedruhen. Ich springe jetzt da runter. Ich vertraue jetzt da auf den Chat. Ah ja, man überlebt. Sehr gut. Und in einer dieser Truhen, ich bin mir nicht sicher, sind hier Mimics dabei? Nur um sicher zu gehen, haue ich einmal auf jeden drauf. Da ist der geborstene rote Apfel drin. Ich, direkt in der ersten, die ich aufmache natürlich. Mit dem. Mit den geborstenen... Morgenstern. Mit den geborstenen roten Äpfeln könnt ihr in mein Spiel eindringen. Dieser blaue Kreis da unten, der war mir noch nie aufgefallen. Was ist das? Warum ist da ein blauer Kreis? Was ist das? Okay, das muss ich mir, glaube ich, nachher mal aus der Nähe anschauen. Oder jetzt? Kann ich hier runter? Wahrscheinlich. Ach, das ist ein Schild, das gespiegelt hat. Lol. Ja, die sterben ja eh nicht. Die stehen gleich wieder auf. Ah doch, der ist tot. Okay, naja, gut. Aber dass ich die mit dem Schwert besiegen kann, ist schon auch krass, ey. Das ist echt krass. Das Schwert ist ja voll brutal. Ja, ich weiß, Pat. Ich kann mir nur nie merken, ob die Kette nach vorne zeigen muss oder nach hinten. Das ist so ein Ding. So, Leute. Also, theoretisch... Sollte es euch jetzt möglich sein, solange ich menschlich bin, ich bin ja auch, ihr könnt das sehr gut daran erkennen, dass mein Oberkörper so wunderbar muskulös aussieht, sollte es euch eigentlich möglich sein, zu invaden, nur aus Jux an der Freude und damit wir jetzt diese YouTube-Folge auch mit ein bisschen PvP beenden, werde ich nun... Ich kann ihn nicht benutzen. Warum kann ich ihn nicht benutzen? weil ich hier an dem Schrein bin wahrscheinlich. Ich gehe mal... Geh mal hier ein paar Meter weg.
Hallo Rattenkumpel. Das ist mein Rattenkumpel. Der ist cool. Aber trotzdem keine Gnade. So, also. Beenden wir diese YouTube-Aufnahme mit etwas PvP und schauen mal, wie das für die Leute aussieht, die versuchen, mich zu invaden. Jetzt bin ich gespannt. Ach, er sucht noch. Wir sehen links unter meiner Ausdauerleiste, sehen wir das Auge. Welches Level habe ich denn jetzt? Ich bin Level 14, ja. Invasion abgebrochen. Ich probier's nochmal. Ah ja, guck mal. Da läuft's. So, jetzt muss ich den suchen. Koldo. Er hat hier die Tür aufgemacht. Hier ist das Skelett noch normal. Ist er hier unten? Da ist Havel. Nee, dann ist er hier noch nicht. Oder einer der Havel-Soldaten. Kann ich das Skelett killen? Ja, jetzt darf ich. Hier. Hier sind Leichen. Hä? Herrscher der Welt besiegt. Der schwarze Black Knight hat ihn gekillt. Okay. Bestimmt der Black Knight. gut. was machen wir jetzt? Ich probiere es nochmal. Komm. Ich habe hier wieder 5 Flakons und eine Menschlichkeit dazu bekommen. Das ist natürlich ganz geil. Armer Koldo, der Name ist toll. Oh, guck mal hier, er ist direkt hier. Ja, cool. Hi. Lol, okay, er hatte den größten Lag des Jahrtausends. Auch das haben wir gewonnen. er hatte ja ultra den Lag. Oh, armer Kerl. So kurz vor der Posttür. Du Monster! Oder so hier. Du Monster! Verbrauchen wir unsere 4 Äpfel einfach komplett jetzt, weil ich will sie ja dann eigentlich nicht mehr benutzen. Ihr sollt ja mich aufhalten eigentlich. Und nicht ich andere Leute. Ja? Wollt nicht, dass es gefällt. Ich darf es nur nicht zu oft benutzen, sonst wird es irgendwann inflationär und dann ist es wieder uncool. Ah, oder im richtigen Moment halt, ne? Ist wieder abgebrochen? Nee, noch nicht. Oh! Invaded zu werden, einfach nur menschlich sein.
Ja, genau, und der Boss darf nicht tot sein in deinem Gebiet. Ich kann nicht jeden Tag streamen, nein. So. Wie heißt der? Habe ich es nicht gelesen. Hier ist er noch nicht gewesen. Die sind noch alle da. Das heißt, er wird wahrscheinlich gerade da unten beim Rattenfreund sein. Schätze ich. Ich vermute ihn beim Rattenkumpel. Ah, hi. Na? GP Scope? Willst du gar nicht kämpfen? Komm, trink. Er rennt weg. Komm zurück! Komm zurück! Jetzt trinkt er. So. Und tschüss. Da kann man runter? Lol. Lol, der andere hat ihn gekillt. Der Kleine hier. Oh Mann, die armen Leute. Das tut mir, langsam tut's mir echt leid. Oh Mann. Oh, scheiße. Ja, online ist die Standardeinstellung. Das ist voll mies. Ich bin so froh, dass ich da Bescheid wusste und einfach gesagt habe, so, jetzt verbrauchen wir den letzten noch. Und gesagt habe von Anfang an, ich will das nicht. Ich bin so froh, dass ich Bescheid wusste und gesagt habe, ich will das nicht. Da kommt so einer oben ohne mit so einem Drachenschwert bei irgendwelchen random Noobs rein. Ich bin ja auch nicht super gut. Online ist die Standardeinstellung. Du kannst das Spiel, Naganoko, hier Netzwerkeinstellungen online starten, ist Standard. Und wenn du das nicht umstellst und dann das Spiel neu startest, und das Krasse ist ja, du musst es ja neu starten, das Spiel. Das wissen ja auch viele gar nicht. Ich war beim ersten Mal auch so, hä? Ach so, okay. Tilo, absolut, ja. Genau, und die Leute, die wissen das halt nicht, die das Spiel vielleicht zum ersten Mal spielen oder neu sind oder sonst irgendwas. Und ja, dann kommt da einer oben ohne mit einem Drachenschwert an. Ah. Ich fühle mich jetzt machen wir das noch ein letztes Mal und dann ist gut. Weil ich fühle mich dann auch echt, so langsam fühle ich mich dreckig. Wenn ihr da bei mir reinkommt, dann ist das weniger ein Ding. Ach, Dilo. Jawohl. Ah, Benny Markt an der Reeperbahn. Der soll aber cool sein, glaube ich. Habe ich gehört. Nächstes Mal invadest du, Naganoko. Ich freue mich drauf. Ah, guck mal. Und der letzte Augapfel ist verbraucht. Da ist gerade ein Gegner umgefallen. Da hinten ist er. Buggert? Buggert. Buggert heißt er. Hi. So, wie kann ich hier nochmal Emotes machen? Wie mache ich nochmal Emotes? Auf welcher? Ah, hier. Oh, es ist so mies einfach. Es ist einfach so mies. Mit dem.
Ah, okay, es tut mir leid, Leute. Ah, scheiße, dieses Drachenschwert. Ey, ich kann doch auch nichts dafür, oder? Sorry. Ah, Leute, die jetzt noch nicht wissen, was kommt auf Twitch, bleibt dran. Es geht auf jeden Fall heute noch weiter, aber YouTube. Ihr habt jetzt gesehen, wie das Ganze abläuft. Ich werde das jetzt heute Abend noch ein bisschen weitermachen. Das ergibt noch ein paar Folgen für YouTube. Ja, das war so ein bisschen die Vorbereitung. In der nächsten Folge geht's dann so richtig los, hoffe ich. Dann bin ich, glaube ich, auch in einem Gebiet, in dem ich leichter invaded werden kann, wo mich die Leute leichter... wo es nicht mehr so viele andere Spieler gibt, die so weit sind vielleicht. Wir hoffen, dass noch der ein oder andere vorbeikommt und versucht, mich zu killen. Und bis dahin, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.